Das Seelsorgebataillon Mariupol hat die eigene Stadt bis zu diesem Fall unterstützt, bis die Stadt gefallen war. Jetzt helfen die gläubigen Protestanten an der Südfront mit humanitärer Hilfe für Soldaten und Zivilisten. Unser Reporter Max Hermes, der hat sie in das Dorf Primorske in der Region Zaporizhia begleitet. Nicht weit entfernt toben die Kämpfe. Die Bewohner sind regelmäßigen Beschuss ausgeliefert. Jeden Morgen sitzen die Soldaten vom Seelsorgebataillon zusammen, gemeinsam musizieren und Gedanken sammeln. Dann brechen sie auf zu einer Hilfsmission in das Dorf Primorske in der Region Zaporizhia, rund 10 Kilometer von der Front entfernt. Die verbliebenen Einwohner leben abgeschnitten und in Angst, doch sie wollen bleiben. Die Soldaten haben den Einwohnern hier in diesem abgeschnittenen Dorf Lebensmittel mitgebracht. Viele haben seit Wochen keinen Zugang mehr zu einem richtigen Supermarkt. Einer von ihnen, der 67-jährige Serhi, in der vergangenen Nacht hat er kein Auge zugetan. Es gibt hier oft Einschläge, diese Nacht erst wieder. Meine Fensterscheiben sind durch Granatsplitter zerstört worden. Auch Julia will nicht weg. Primorske ist schließlich ihr Geburtsort und die Heimat ihrer vier Kinder. Doch langsam fühlt sie sich unsicher. Die Situation in dieser Nacht war beängstigend. 5 Häuser wurden durch Beschuss beschädigt. Ich habe Angst um meine Kinder. Wenige Kilometer entfernt gibt mir Pfarrer Hennadi, der das Seelsorgebataillon anführt, ein Gefühl dafür, wie die Menschen hier leben. Das ist der Fluss Dnipro. Auf dieser Seite ukrainisch kontrolliertes Territorium, auf dieser Seite besetztes Gebiet, aber ich hoffe, die ukrainische Armee vertreibt die Russen. Push them out from here. Soldaten schreiten das Flussufer ab, deuten uns, hier nicht stehen zu bleiben. Unser Weg führt uns weiter zum Haus von Anatoli. Die vergangene Nacht, erfahre ich, hätte der 76-Jährige um Haaresbreite nicht überlebt. Anatoli hat mir gerade erzählt, dass in der Nacht eine Rakete in sein Haus eingeschlagen ist. Das Schlafzimmer lag zum Glück zur Rückseite und er wurde nicht getroffen. Anatoli nimmt mich mit, um mir das zu zeigen, was von seinem Haus noch übrig geblieben ist. Die Fenster des Baus aus den Angeln gerissen. Im Schlafzimmer läuft noch der Uraltfernseher. Trägt zur Beruhigung bei nach einer teuflischen Nacht. Ich lag in meinem Bett und Mortar, mein Schäferhund, lag bei meinen Beinen. Sie blieb ganz entspannt, als wäre alles ganz normal. Dabei fing das Haus an zu wackeln. Dann kam ein fürchterliches Donnergeräusch. Die Fenster zersplitterten. Ich wollte so schnell wie möglich nach draußen. Doch dann hörte ich 2 Explosionen. Zum Glück kam dann nichts mehr nach. Die Gelassenheit in seiner Stimme und Haltung erstaunt mich. Vielleicht ist es diese Einstellung, die es braucht, um in einem Dorf wie diesem überhaupt noch leben zu können.